Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Limbo. Wir haben das letzte Mal einige Male die Welt auf den Kopf gestellt. Wenn mich nicht alles so täuscht, sogar viermal um 90 Grad. Was bedeuten würde, dass die Welt jetzt wieder richtig rumsteht. Rein theoretisch. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam auch aus der Fabrik raus. Und wenn ich mich nicht falsch entsinne, sind das ja Laser oder sowas. Oh ja, es sind... Oh fuck. Oh fuck. Fuck you. Oh Gott. Moment, aber ich glaube... Moment, lass mal was probieren. Ja, wir können den einen zerstören. Gut, es sind keine Laser, es sind mehr Kanonen, also Maschinengewehre quasi. Aber wir können den einen mit dem anderen zerstören. Manchmal weiß ich gar nicht, ob das noch so Resterinnerungen sind, was man da tun muss, oder ob das wirklich meine eigene geistige Leistung ist. Ich denke eher, das meiste sind Resterinnerungen, weil eigene geistige Leistung... Naja, ich möchte mich nicht selber loben. Okay, was macht der Schalter? Er dreht Schwerkraft um. Aber nur für gewisse Zeit. Dass dieses dick, 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 dick. Okay, Sekunde, dann machen wir mal Folgendes. Erstmal hier Platz. Und dann den hier. Okay, ich probiere mal Folgendes. Jetzt hier hoch. Also hier hoch, genau. Und jetzt passe ich die Kiste ab, wenn die jetzt hier gleich runterfällt. Wieder über diese Schräge. Und genau, hat funktioniert. Und schon kommen wir die Leiter hoch. Hehe. Wunderbar. Okay, können wir jetzt... Oh. Oh, oh. Okay, da ist ein Shortcut hier nach unten. Okay. Moment, wir brauchen aber, ich glaube, diese Kiste hier oben. Damit wir hier hochkommen. Oder? Schaut gerade zumindest irgendwie danach aus. Gut, dann probieren wir mal Folgendes. Und zwar kann ich die nicht weiterschieben? Nee, gut, dann. Physikalisches Gesetz. Wenn ich es ein bisschen in die Richtung bewege, braucht es länger, um sich anfangen zu bewegen. So, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Vielleicht täuscht mich doch alles, aber ich hoffe mal eher nicht. Genau. Kann ich jetzt hier diese Kiste zu mir ziehen, also. Nein, stopp, nein, nein! Jetzt bin ich wieder auf Anfang. Gut, nicht ganz auf Anfang, weil ich habe die Leiter, aber ich muss halt jetzt wieder diese scheiß Kiste verwenden, um hochzukommen, weil ich glaube, die geht nicht bis ganz hoch, automatisch. Ja, ärgerlich, aber okay. Man lernt aus seinen Fehlern, Ja, man lernt auch aus seinen Sprachfehlern. Gut, komm her. Genau. Oh, seht übrigens im Hintergrund rechts von uns ist ein Reifen, der da auch immer im Hintergrund mitgeht. Hoch und runter. Das finde ich gerade ein geiles Detail. Gut, dann werde ich den diesmal genau relativ knapp positionieren. Nicht ganz so knapp, aber halt... so... Jo, so circa so. Das sollte dann passen. Genau. Dass ich den oben gut zu fassen bekomme. Gut, dann nochmal. Umgedrehte Schwerkraft jetzt. Das ist auch sehr schön. Mal eine Sekunde. Genau.
Also. Wupp, oder? Jetzt, genau. So, und jetzt funktioniert. Genau. Ho, ho, ho. Okay. Ich dachte gerade, es tötet mich, aber nein. Aber ich glaube, dieses Ding geht auch erst auf, wenn die Schwerkraft umgedreht ist. Die Frage ist, wie komme ich dann hier hoch? Moment, oder meint, ich habe eine Idee, wenn ich hier hochgehe, dann wird natürlich auch die Kiste hochgehen mit mir drauf, oder? Ich probiere es einfach mal. Probieren geht bekanntlich über Studieren und bevor ich mich jetzt 10.000 Jahre lang hier mit irgendwelchen Theorien, wie was sein könnte, aufhalte, werde ich einfach mal ausprobieren, wie es so ist. Komm, rutsch ein bisschen langsamer, rutsch langsamer, rutsch langsamer. So, sofort rechts abspringen, genau. Nice, danke. Und weg sind wir. Sehr gut. Okay. Kann ich hier runter? Ich kann hier sogar runter. Ich werde eh direkt hier genau neben dem Ding spawnen, hoffe ich. Oh, ich habe das überlebt. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ah, hier ist eine Kette. Oh, das ist ja clever. Oh, das ist ja geil. Ja, erkunden hin und wieder scheint es zu funktionieren. Nicht immer, aber hin und wieder. So. Und da weiß ich schon, oder denke ich zumindest, dass ich weiß, was ich tun muss. Und zwar... Ja, ganz genau. Das war jetzt nicht besonders schwer zu sehen. Am Anfang des Spiels hat uns das Spiel ja gezeigt, dass man solche Kisten... Ah, und jetzt kommen wir... Ah, okay, jetzt können wir hier das blockieren. Scheiß Gewehr oder Maschinengewehr oder was auch immer du bist und... Oh. Oh, das ist ja ein geiles Detail. Okay. Wir brauchen hier definitiv eine Kiste, um hier hochzukommen. Ich weiß nicht, ob wir noch eine weitere brauchen, um da ganz oben hinzukommen. Ich schätze mal nicht. Ich kann jetzt hier die... Oh, das ist jetzt hier auf Dauer, oder was? Ah, okay. Moment, dann probieren wir mal Folgendes. Und zwar... Und hoch. Und hoch. Okay, nein, doch nicht hoch. Gut, dann brauchen wir eine zweite Kiste. Frage ist, wo war eine zweite Kiste? Meint aber, was? Ich weiß nicht, ob hier eine zweite Kiste ist, aber wir könnten uns rein theoretisch auch mal in der umgedrehten Welt da links umschauen. Und hier scheint es tatsächlich ein bisschen weiter zu gehen. Oh, und hier ist wieder ein Schmetterling. Oh. Meint aber, hier brauchen wir eine Kiste. Okay, das heißt, wir brauchen die eine Kiste. Oh, übrigens, da genau unter uns jetzt, das Seil, wo vorher die Kiste dran hing, schwebt jetzt nach oben. Also man dreht wirklich die Schwerkraft um und nicht nur magnetisiert die Kisten und uns selbst quasi. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen die Kiste einfach auf Erkundungstour mit. Ist es nicht schön? So kommen wir jetzt hoffentlich da drüber aus. Wir brauchen jetzt dafür zwei Kisten. In dem Fall habe ich keine Ahnung, was abgeht. Jo, wir brauchen dafür zwei Kisten. Shit. Das heißt, wir müssen irgendwie unten lang mit dieser Kiste. Ich droppe die mal hier, wo es am Anfang war. Und dreh die Schwerkraft wieder um. Also die Schwerkraft ist natürlich hier jetzt wieder eine zentrale Rolle in dem Rätsel. Da bin ich mir schon sicher, aber... Ich kann es mir gerade nicht so ganz erklären, inwiefern jetzt.
So, bitte sehr schnell. Oh, das war knapp. Okay, jetzt ist die Kiste hier. Das heißt, wir müssen vielleicht da oben lang. Und wenn wir da oben lang müssen, könnte es sein, dass wir Folgendes tun müssen. Ja, sehr gut. Das funktioniert. Wunderbar. Dann dieses klar wie Kloßbrühe. Bitte. Ich wollte gerade sagen, wer die Kiste gibt jetzt nach. Nee, dann. Okay, was ist? Oh, hier wird die Schwerkraft nochmal extra umgedreht. Okay, Moment. Oh. Nein. Okay. Oh man, können wir? Ah, oh, das ist ja geil. Nice. Das finde ich der Hammer. Ah, Moment. Aber Moment, wenn wir die hier herstellen, kommt die Kiste dann durch die Schräge da oben, wenn wir die Schwerkraft umdrehen, da raus, wo wir sie wollen. Das heißt, rein theoretisch, bleibt uns jetzt nichts mehr anderes zu tun, als hier die andere Kiste herzuholen und wieder die Schwerkraft umzudrehen. Geil. Und den Lift brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, von daher werden wir jetzt einfach dasselbe tun wie gerade eben und schon sollten wir durch sein. Das Rätsel, ich habe es ja am Anfang gesagt, die Rätsel erfordern nach einer gewissen Zeit wirklich Hirnschmalz. Und wer sich dieses Rätsel hier nach 3 Jahren noch im Gedächtnis behält, dem sage ich nur Kudos, ich kann's nicht. Gut, und jetzt sollte ich drüben... Ja, genau, hier ist die zweite Kiste. Wunderschön. Die ist nämlich die Rampe da und dann hier hochgefallen, also umgedreht runtergefallen. Wie sagt man dazu eigentlich? Kann man sagen, sie ist hochgefallen? Okay, ich glaube, ich muss jetzt das... Okay, das geht sofort, wenn es drinnen ist, wieder weg. Die Sache ist, am Rand des Bildschirms ist halt alles ein bisschen unscharf. Ja, genau. Wunderbar. Nein! Nein! Okay, ich muss mir damit ein bisschen mehr Zeit lassen. Dammit. Oder ich positioniere sie so, aber da fällt sie auf jeden Fall dann wieder. Nee, das ergibt keinen Sinn. Oder Moment, kann ich vielleicht die Leiter... Wobei, ich muss dann runterspringen. Also hochspringen eigentlich müsste ich rein theoretisch. So, und zwar so. Und so. Nicht ganz so, eher so. Gut. Jetzt muss ich schauen, dass dies richtig landet. Genau. Ich glaube, das ist richtig. Ja, das passt perfekt. Genau. So, und hoch. Und wir haben's. Wunderbar. Oh, nein! Ich dachte gerade schon, wenn ich jetzt sterbe. Was war das gerade? Waren das wieder die Hirnmaden oder Hirnsucker, Brainsucker-Viecher? Ich glaube. Was ist das? Okay, das ist wieder... Ich glaube kaum, dass es irgendwas bringt, wenn ich den in der Mitte schweben habe. Und das hier ist da nach oben verbunden. Das macht da oben irgendwie den Magnet an. Und wenn ich jetzt hier... Okay. Moment. Sekunde. Moment. Lass mal. Ich probiere das mal nur ganz kurz. Also, dip, dip. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nö. Ich muss den Block hier wegbekommen.
Aber nur den, nicht der da hinten, glaube ich, auch. Ja, so. Oder? War das jetzt... Ja, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Oder? Ich hoffe mal. Wie, jetzt geht der Magnet aus. Das wäre es blöd, eine Magnetenfehlfunktion. Aber nee, ich hab's richtig geschafft. Schön. Okay. Und das ist jetzt was, genau? Moment. Komm, bleib, Moment. Wenn das an Geschwindigkeit zunimmt... Funktioniert vielleicht das hier? Ach naja, ich glaube, die Idee ist richtig, mal wieder, aber ihre Arme waren zu kurz. Nee. Die Idee ist halt richtig, aber die Umsetzung passt noch nicht so hundertprozentig genauso. Jetzt hier los, go, go. Huh, genau. Und runter. Ja, ich möchte nicht auf die Stachel da aufgespießt werden, wenn es geht. Aber wie gesagt, nur wenn es geht. Oh, 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 what the fuck? Nein, nein, Moment, falsche Richtung. Okay, ich war ein bisschen überrascht, dass ich richtig gehandelt habe. Und diese Überraschung über das richtige Handeln hat mich in Panik versetzt. So, nach rechts, oder? Okay. Oh, Moment, das wird gleich so, oder? Gut. Hey, weiter. Au! Fuck! Oh, hier ist... Wir sind wieder bei dem Hotelschriftzug, aber diesmal ist er irgendwie größer und bedrohlicher. Au, okay, ne. Das heißt, ich muss sofort springen. Instant, wenn ich spawne, muss ich springen. So. Wunderbar. Okay, kann ich jetzt mich hier runterdroppen lassen? Ich glaube ja. Oder nee, ich glaube, ich muss Folgendes machen. Und zwar... Ja, greif das Seil. Wunderbar. Jetzt sind wir hier wieder auf dem Hotel. Also auf dem H-Schriftzug vom Hotel. Okay, da rechts sehe ich Boden, da links nicht. Ja, da links schien es in den Tod zu gehen. Gut, dass ich nicht da lang gegangen bin. Okay. Moment, ich habe eine Idee. Nice. Oh, Moment. Ah. Okay, Idee. Ich kann das wahrscheinlich nicht nur vom Springen, sondern auch vom Moment, nein, das will sich nicht ausgehen, oder? Gut, ich smash da übrigens den Interaktionsbutton wie ein Wahnsinniger, wenn ich da lang gehe. Okay, ich glaube, das wird auch nicht reichen. Aber ich glaube, die Idee ist schon richtig. So. Go, go. Go, 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 go. Nicht in das Ding. Wunderbar. Oh, oh, okay, okay, okay. I got it. Okay, was ist jetzt los? Was? Nein, nein! Ah, damn it. Okay. Okay. Ganz ruhig. Oh, das wechselt jetzt automatisch die Schwerkraft. Interessant. Jetzt bin ich ein bisschen weit gesprungen, macht aber nichts. Ist aber durchaus interessant. Das heißt, ich muss hier dreimal gehen. Also ich könnte es vielleicht auch in zweimal schaffen, aber ich riskiere das mal lieber nicht. Ich könnte es vielleicht jetzt sogar irgendwie schaffen, aber ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Da mache ich das lieber so. Und nicht sterben. Wunderbar. So, und jetzt gehe ich gleich hierher. Dieser Sound-Cue ist auch da relativ wichtig, glaube ich, Moment. Was macht der Magnet da? Okay, ich glaube... Ja, ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, was abgehen kann. Ich dachte, das war richtig.
Hä, ich bin gestorben? Warum bin ich denn auf einmal... Okay, das war richtig. Gut, ich warte jetzt nochmal kurz hier ab. Ich möchte sehen, was da unten ist, okay. Oh, dann... Nein, nicht ganz. Holy shit. Das war knapp. Oh, bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Wow, okay. Nein, nein, no. Oh, okay. Gut, dann muss ich, glaube ich, den hier machen. Ah, okay. Ah, okay. Ja, gut, okay. Das war, habe ich überlebt. Wie denn das? Und was ist da oben? Da oben ist ja ein Quest. Oh, da oben ist wieder so ein Ding. Au. Okay. Ganz schlecht. Das heißt, ich muss die Schwerkraft wahrscheinlich Moment, wenn ich hier lang gehe. Da, ich bin wieder tot, oder? Jo. Da oben ist nämlich ein Zahnrad, okay. Das heißt, ich muss die Schwerkraft, glaube ich, Moment. Also? Nein, nicht so. Definitiv nicht so. Oder? Wobei, ich muss doch da rechts lang, oder? Nee. Moment, vielleicht muss ich von oben erst ein bisschen Fallpower. So, Moment. Dreh um. Ein bisschen zu langsam umgedreht, die Schwerkraft für mich. Genau so. Und jetzt... Smash... Yes! Ganz genau so. Und wir scheinen durch irgendein Glas, durch irgendein Fenster zu entkommen. Entkommen wir jetzt dem Limbus? Nee, dem Limbus kann man ja nicht mehr entkommen. Wenn man mal tot ist. Aber sind wir der Fabrik entkommen? Ich meine, das ist jetzt Zeitlupe. Ich kann jetzt auch nichts machen, aber... Das ist gerade ziemlich, ziemlich geil. Sind wir am Ende angekommen? Wobei das Ende... Das Ende ist ja eigentlich... Also unsere Suche... Wir sind ja auf einer Suche... Wir sind ja auf der Suche nach unserer Schwester, also eigentlich sollten wir noch nicht am Ende angelangt sein, weil von unserer Schwester haben wir, glaube ich, doch, wir haben in der letzten Folge, oder war es in dieser Folge am Anfang, entweder Anfang dieser oder irgendwann letzte Folge, haben wir einen kurzen Blick bekommen, aber dann kam ja dieses komische Hirnsaugervieh. Kann ich übrigens irgendwas tun? Ich kann gerade nichts tun. Sind wir vielleicht wirklich ganz am Ende angelangt? War es das? Ich meine, wir liegen wieder wie tot im Gras. Genau wie ganz... Oh! Ich weiß es nicht, ob ich was gedrückt habe, was... Aber wir leben noch. Aus irgendeinem Grund leben wir noch. Und ich glaube, dieser Grund ist, dass unsere Suche noch nicht vorbei ist. Und hier lang... Hier lang gibt's nichts. Aber wir sind jetzt wieder in dem Wald am Anfang. Vielleicht sind wir in einem Wald gestorben. Weil der Limbus ist ja die Vorhölle, das heißt, wir sind ja schon tot, also der kleine Junge ist schon tot. Das heißt, vielleicht
sind wir in einem Wald gestorben, nachdem wir mit unserer Schwester gespielt haben, und zwar mit Spinnen, mit vielleicht einem Schild, wo Hotel draufsteht, und vielleicht haben wir Handstände gemacht. Das erklärt das mit dem umgedrehten Schwerkraftding. Und das ist, glaube ich, unsere Schwester dann schon wieder. Ja, und das war Limbo. Der letzte Part ist jetzt ein bisschen länger. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht den Cut bemerkt, wo ich gecuttet habe. Ich hoffe natürlich immer, ich mache diese Cuts unauffällig, aber ja, falls ihr einen Split bemerkt habt, irgendwo gegen Ende des Parts, tut mir das sehr leid, aber das war Limbo. Das war unsere Reise durch den Limbus. Und ja, das Spiel wurde von wirklich einer ganzen wenig kleinen Handvoll von Leuten überhaupt gemacht. Also das sind jetzt alles Sachen, die gar nichts mit dem Spiel selber zu tun haben. Nur der erste Screen der Credits waren wirklich die Macher des Spiels. Es war ein richtig geiles Spiel. Es war ja, wie gesagt, so nicht ganz halbblind, aber in ein paar Tagen, je nachdem wann das rauskommt, vielleicht nächste Woche oder übermorgen, werde ich dann mit Inside anfangen. Also, wenn das hier zum Beispiel am Dienstag rauskommt, werde ich zum Beispiel garantiert am Donnerstag mit Inside anfangen. Wenn das am Mittwoch oder Donnerstag oder gar Freitag kommt, dann nächste Woche bei Ins, sehen wir uns dann bei Inside. Und ja, Ehre wem Ehre gebührt. Das Ende, das ist die Trophäe gerade übrigens. Und ja, was mich interessiert gerade, was es für Kapitel gibt. Wir können da mal kurz durchschauen. Oh. Interessant, das ist so eine kleine Slideshow, was wir in dem Spiel alles erlebt haben. Richtig geil. Gut, dann würde ich sagen, tschüss, Leute.